Im Rampenlicht großer Filmproduktionen stehen meist entweder die Schauspieler, die die Handlung tragen, oder die Regisseure, die die Richtung angeben, wie das geschehen soll. Wenn aber der Kameramann fast ebenso berühmt ist wie die Stars am Set, dann ist das eher selten und dann muss das ein wirklich herausragender seiner Zunft sein. Kein Zweifel, Michael Ballhaus war so einer. Einer der größten deutschen Kameramänner aller Zeiten, der das Auge vieler renommierter Regisseure in Hollywood wurde. Vor allem von Martin Scorsese, mit dem er Filme wie Goodfellas oder Gangs of New York drehte. Ballhaus ist nun im Alter von 81 Jahren gestorben. Daniel Sattra erinnert an einen begnadeten Bildkünstler. Einer, der auszog, um Hollywood zu überzeugen. In Berlin 2016 der Ehrenbär für Michael Ballhaus. Zuvor war er 25 Jahre lang der deutsche Kameramann der Traumfabrik. Mir würde nie über die Lippen kommen, das geht nicht. Etwas, was ich früher, also als ich noch hier gearbeitet im Deutschland, sehr viel gehört habe. Dieses, das geht nicht. Das gibt's nicht für mich. Alles geht. Mit Regisseur Rainer Werner Fassbinder entwickelte er das, was später als Ballhaus-Look Schule macht. 3 Oscar-Nominierungen, vor seiner Kamera die Stars der US-Filmbranche. Berühmt wird Ballhaus, weil er gerne experimentiert, unter anderem den nach ihm benannten Ballhaus-Kreisel erfindet. Während sie sich nähern, fährt die Kamera einmal um sie rum und die drehen sich einmal umeinander. Und das war die erste Kreisfahrt, die einen ganz speziellen dramaturgischen Moment in dieser Geschichte festhält, weil da passiert was. In den USA ganz oben erhält er in der Heimat das Bundesverdienstkreuz. Ich nehme das auch für meine Kollegen mit in Empfang, weil ich glaube, dass der Kameramann doch einen ganz entscheidenden Beitrag leistet zu einem Film. Und alles das, was das Publikum auf der Leinwand sieht, ist eben zum großen Teil sozusagen entspringt der Fantasie und den Visionen des Kameramanns. Gemeinsam mit gefeierten Regisseuren wie Martin Scorsese gestaltete er kommerziell erfolgreiche Filme, so den 2006 Oscar-gekrönten Mafia-Thriller Departed. Mit Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson und Matt Damon. Es wird Ballhaus letzter Hollywood-Film. Aus eurer Einheit. Und einmal war auch eine gewisse Müdigkeit, eine Amerika-Müdigkeit da. Mir gefiel also die Regierung von Herrn Bush nicht so sehr gut und das Klima hatte sich verändert in Amerika. Und außerdem hatte ich genug gearbeitet und hatte, muss ich sagen, ein bisschen Heimweh. Eine unheilbare Augenkrankheit ließ seine Sehkraft schwinden. Für Filmprojekte die Augen zu schwach. Statt Lesen bleiben ihm nur Hörbücher. Dadurch kompensiere ich damit eigentlich meine Verzweiflung. Michael Ballhaus war ein großer Visionär des Kinos und zweifellos einer der besten Kameramänner der Welt.